So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play von Dark Souls 3. Ich bin Tobi Wahn, ihr seid die Wahnsinnigen. Und das ist Anke Engelke. Nein, Quatsch. Guten Morgen, hallo Mr. Flaumix. Ja, Kanaltrailer-Hype, so sieht das aus. Ich finde, wenn man sowas hat, dann sollte man ihn auch nutzen. Battlegame TV, guten Morgen. Diubula, guten Morgen. Fequent, Jagu. Tagori, Hallöchen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Guten Morgen. Ich muss auch ganz ehrlich mal was loswerden. Wegen Leuten wie euch macht es mir Spaß, das Ding hier jeden Tag wieder anzuschalten. Morgens schon einen Kanal-Trailer-Hype zu lesen oder ähnliches, ist eine Wonne für den Tag. Ich finde das super, herzlichen Dank. Ja, was heißt herzlichen Dank? Nee, aber es freut mich total, ich finde das echt schön. Wie gesagt, wegen Leuten wie euch macht mir das Spaß. Das finde ich super, klasse. Ja, so, ich werde natürlich meine Morgenroutine nochmal durchgehen, nochmal eben so auf Steam schauen,
was es da günstiger gibt, aber im Moment nichts Großartiges von meiner Wunschliste. So. Ja, wir haben gestern Abend haben wir ja ein bisschen rumgepimmelt in Dark Souls 3. Also die Abendstreams sind ja eigentlich eher immer ein bisschen, ne, Suchi Piano. Und ein bisschen PvP gemacht und nachher noch Heroes of the Storm gespielt. Deswegen, ich habe den New Game Plus Modus noch nicht gestartet. Das werde ich heute machen. Und werde da dann mal versuchen, die Questlines abzuschließen. Was allerdings im New Game Plus echt hart werden wird, ne? Weil ich meine, ich weiß nicht, ob die NPCs mitskalieren. Müssen wir mal gucken, entweder klappt das oder nicht. Weil ich hätte ganz gern mal ein anderes Ende. Ich habe mir gestern mal eins angeguckt. Ich glaube, das war ein gutes. Ich hätte ganz gerne mal das abgrundtief Böseste. Oder so. Mal gucken. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Ja. Ich würde sagen, wir starten dann einfach eine neue Reise. So, ich habe auch nochmal nach Updates geguckt heute Morgen. Also die von gestern sind alle installiert. Also Online-Play sollte heute auch funktionieren. Nicht so wie gestern. Pling. Und da ist es wieder. Oh. Was ist da los? Genau, so musst du aussehen. Ja, Dark Souls 3, für mich immer noch, also momentan noch, das Rollenspiel des Jahres 2016. Muss ich ganz klar sagen. Also, ich habe mich lange schon nicht mehr so viele Stunden mit einem. Ach, ist ja auf Vollbild. Oh, jetzt sehe ich euren Chat nicht. Oder den Chat nicht. Ich habe mich echt lange schon nicht mehr so intensiv mit einem Spiel befasst. Und dabei auch noch Spaß gehabt. Das ist ja noch der Punkt. Obwohl ich sagen muss, wenn man es vom Preis-Leistungs-Verhältnis mal vergleicht mit einem Stardew Valley, und die Spiele kann man ja nun echt überhaupt nicht vergleichen, dann muss ich doch sagen, liegt Stardew Valley ganz klar vorne, weil da habe ich auch knapp 70 Stunden drin verbracht in dem Spiel. So, wir werden jetzt nochmal letzte Vorbereitungen treffen. Ich könnte jetzt nochmal Glut kaufen. Seelenpfeil, Pfarrer und Stachel. Ja, komm her, kaufen wir die nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die schon hatte. So, da könnte ich nochmal Pfeile nachholen. Ich könnte die Glut kaufen, aber das ist eigentlich echt nicht notwendig. Wir könnten nochmal schauen, was wir in diesem Durchlauf traden können. Weil da bin ich mir jetzt gerade nicht wirklich sicher. Bei uns werden alle Häuser neu abgedichtet und heute sind die bei unserem. Um 7 Uhr hämmert es an die Wand und auf dem Dach gleichzeitig und dazu wird noch gebohrt. Das ist richtig super. Ja, ich weiß. Also das, ne? Ich meine, mehr Spaß kann man sich gar nicht wünschen. Ich meine, den kriegst du gratis noch dazu, zu deiner Miete. Das ist doch der Hammer. Nein, ich kenne das. Ich fühle mit dir mit. Ich hatte auch mal einen Vermieter, der hat mit im Haus gewohnt. Und ja, mit dem hatten wir einige Probleme. Das war nachher sehr zerrüttet. Also den habe ich auch mit dem Baseballschläger durchs Treppenhaus gejagt. Und seine Familie. Der hat 8 Monate unter uns die Wohnung kernsaniert. Mein Sohn hat irgendwann angefangen zu stottern aufgrund der Schlagbohrmaschine, als er die Wände aufgestemmt hat. Also der hat wirklich gestottert nachher. Es hat ein paar Wochen gedauert, nachdem wir da raus waren, bis das wieder weg war. Also ich fühle mit dir mit. Ne? So, wir gucken jetzt mal. Moin, Benny. Ja, gut.
Okay, also die Sachen, die ich im letzten Run abgelegt habe, die will der auch nicht mehr haben. Das heißt, ich kann das ruhig in jedem Run komplettieren. Da weiß ich auch noch, dass ich was dafür bekommen habe. Ne, ich will nur einen. Ja, ätzend. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, ist bei dem hier alles soweit fertig. Und dann können wir eigentlich guter Dinge. Nee, Moment mal. Ich habe doch den Chloranthi-Ring gefunden. Einmal. War das in diesem Run oder war das im letzten Run? Das war, glaube ich, im letzten Run, als ich mir nochmal alles angeguckt habe. Ne? Wie bin ich denn da noch hingekommen? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich weiß noch, wo das war. Ich weiß auch noch, dass ich da irgendwie vom Turm aus hingekommen bin. Und ich bin da, glaube ich, durch Zufall gelandet, ne? Bin da irgendwo runtergesprungen. Muss ich nochmal eben kurz gucken. Hey Ella, guten Morgen, Cassius Clay. Hallöchen. Jetzt muss ich aber nochmal eben überlegen, wo der Turm genau war. Der war doch hier, ne? Ja. Kann ich am besten von der Cliff-Unterseite hin, glaube ich. Da steht die Spiel Heroes of the Storm. Echt jetzt? High Breakdown. Nein. Wieso hat der das denn schon wieder? LOL. So, jetzt sollte es geändert sein. Danke für den Hinweis. Ist ja klar, dass hier keiner. Ja, das ist das neue Heroes of the Storm, grafisch verbessert von Blizzard. Ne, ganz stark sieht man. Also es sieht echt gut aus. Der MOBA-Charakter ist ein bisschen flöten gegangen, aber das macht überhaupt nichts. Das Spiel ist tausendmal besser als vorher. Nein, Quatsch. Oh lol. Ja, ich hab ab und zu spinnt der mal. Dann nimmt der meine Spieleauswahl nicht. Hoffel, er hat LOL gesagt. Ja, so sieht das aus. Oh, was hat der Nightbot denn jetzt noch zum... Egal. So. Weiter geht's. Hier soll es auch noch irgendwo einen Ring geben. Wenn das jetzt der Ring gewesen wäre, hätte ich ja gelacht, ne? Also kurz vor dem Riesen hier irgendwo soll es noch einen Feuer-Resi-Ring geben. I help Anita. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wo. Boah, das sieht auch so geil aus. Hammer. Der Riese droppt einen Ring. Ja, ich weiß ja gut. Den habe ich mir aber auch schon geholt. Das ist der Falkenring. So, und hier muss ich nochmal gucken. Genau. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich da vom Dach aus hingekommen bin. Muss nochmal eben schauen. Ich glaube, zu dem. Welcher Turm war denn das denn? Okay, liegt da einfach mal so ein Lebensring plus 1. Ich glaube aber, ich habe den schon auf plus 2. Wieso liegt der da? Ich weiß es nicht. Wo waren das noch? War das hier überhaupt? Ja, jetzt bin ich selber am Zweifeln.
muss mich nochmal umgucken. Aber das muss hier irgendwo gewesen sein. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Vielleicht auch weiter hier hinten. Stimmt, da hinten glaube ich. Irgendwie. Ich muss nochmal gucken, also man kommt ja ungefähr beim Baumboss raus, da ist ja nochmal ein Turm. Genau. Muss ich glaube ich da oben aufs Dach. Ich muss nochmal gucken, ob ich da irgendwas habe liegen lassen. Weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mir den Chlorantheory-Ring im letzten Run oder in diesem Run geholt habe. Deswegen, das ist noch so das Letzte, was ich machen möchte. Das ist ja der die Ausdauerregeneration erhöht. Und es ist ja auch die Frage, ob in diesem Durchlauf da vielleicht was anderes liegt. Ja, da muss ich da drüben aufs... Genau. Da drüben vom Haus irgendwie aus. Okay, die sind mittlerweile auch One-Hit. Schön, schön. Die letzten Punkte in Stärke fehlen ja auch noch. So, hier haben wir ja die Aushilfspausen-Clowns. Nein, habe ich nicht, Taui. Das stimmt nicht. Ich habe den in einem Durchlauf nicht geholt. Aber moin erstmal. Siehst du, von hier aus war das, ne? Genau. Da habe ich mich doch letztes Mal noch so gewundert. Hier. Heimatknochen. Das war in dem Durchlauf davor, glaube ich, wo ich den nicht geholt habe. Ja. Ach, hier oben bin ich gar nicht gelandet. Letztes Mal, wie bin ich da denn letztes Mal hingekommen? Ich glaube, letztes Mal bin ich dadurch irgendwie... Genau, da bin ich da unten gelandet, durch Zufall, ne? Genau, da bin ich da ja runtergefallen und stand auf... Oder irgendwie so war das. Weiß ich auch nicht mehr. Okay, dann ist das hier aber der reguläre Weg. Das ist ja gut zu wissen. Und von da aus kommt man auch zum Boss. Sogar eigentlich recht easy. Aber ist auch egal, da brauchen wir nicht mehr rund... Obwohl, ich guck nochmal. Nicht, dass ich da jetzt noch was vergesse. Schauen wir uns hier nochmal eben um. Nee, aber das stimmt nicht. Ich habe den nur einmal geholt bis jetzt. Und ich habe jetzt in diesem Run gestern noch den Chlorantheory-Ring plus 1 gefunden. Aber wo das war, weiß ich gar nicht mehr. So, dann werden wir jetzt mit den letzten Vorbereitungen... die Reise ins NG++ antreten. Danny Deluxe, moin! Habe ich noch jemanden vergessen bis jetzt? Nee. Okay, so, und Attacke. Ich denke mal, ich bin ganz gut vorbereitet. Dritte Reise antreten. So sieht das aus. Und dann schauen wir uns den Spaß nochmal an. Ja, ich würde nämlich ganz gerne die Anri-Quest mal... gut abschließen, das heißt, ich darf den Assassinen in der Joschka-Kirche nicht umbringen. Da muss ich dran denken. Ich hoffe, das passiert mir nicht wieder aus Versehen. Boah. Und ich hoffe, wir werden bis dahin wieder viele
Der plus 1 hast du gestern vor Sully bekommen. Stimmt, der lag da unten, ne? Terunaka der Asche. Bin ja mal gespannt. Bin ja mal gespannt, was die für Schaden kriegen. Ob ich meine Spielweise jetzt mal ändern muss. Weil bis jetzt spiele ich ja, ich spiele ja echt total offensiv. Okay, also bei den Möpsen merkt man das noch nicht. Auch vom Damage her. Ist das eigentlich ganz annehmbar? Das ist okay. Er ist aus Versehen ins Messer gelaufen. Das war ein Unfall. Klar war das ein Unfall. Hashtag Mobse. Der Boss Mobs. So, dann gucken wir auch gleich mal, wie viel Damage ich hier bekomme. Da buffe ich mich aber. Warum? Weil ich es kann. Gefleckter Steinplattenring plus 1. Okay, ein bisschen Schaden macht er, aber es geht. Also ich glaube, ich bin echt zu stark gelevelt. Naja, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Also den habe ich jetzt ohne den Estus aus dem Leben geboxt. Und sonderlich schwer war der nicht. Aber das macht nichts. Gefleckter Steinplattenring plus 1. Ich glaube, den habe ich jetzt sogar schon zweimal. Muss ich bei ihm kurz gucken. Ja. Also das ist gut zu wissen, also den habe ich im letzten Durchlauf gefunden. Ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, ob ich die Möglichkeit habe, die Plus-1-Sachen nochmal zu finden oder nicht. Und es geht anscheinend. Also das ändert sich nicht pro Durchlauf, dass die dann Plus-2, Plus-3, Plus-4, Plus-5 werden. Okay. Ist ja auch gut zu wissen. Musste. So. Nun kommt Ludex Gundir. Ich glaube nicht, dass der sonderlich große Probleme bereiten wird. Aber wir werden uns das natürlich mal angucken. Man kann bis +2 finden. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist random. Ich habe auch einen, der ist +2. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Ich glaube, ein Lebensring. Aber ich glaube, das ist nicht abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Okay, der ist nicht mal in P2 gekommen. Naja, du kannst halt nochmal leveln, du kannst das Spiel weiterentdecken. Yo, Taguri. So sieht das aus. NG++ Hype. Ja, also dafür hat, den Hintergrund hat das für mich nicht. Ich habe da einfach Bock zu, hier noch ein bisschen rumzutingeln. Wir können auch später noch ein bisschen PvP machen, mal gucken.
Aber da bin ich ja nicht allzu die Leuchte drin. Okay. Da unten liegt auch noch was. Ich werde jetzt, glaube ich, auch in diesem Durchlauf nicht so darauf aus sein, alles zu holen. Ich werde mich hauptsächlich auf die Questlines konzentrieren. Aber mal gucken. Ja, wenn ich Loot sehe, werde ich da auf keinen Fall dran vorbeilaufen. Ach, muss auch treffen. Mensch. Kann ich angehen. So, dann, ne. Hauen wir gleich mal wieder Katana Klaus aus den Socken. Ich hoffe mal, der macht jetzt nicht allzu viel mehr Schaden. Und vor allen Dingen ist das mit dem Schwert auch echt schwierig hier. Ja. Wie man sieht, das war extrem knapp. Also den habe ich jetzt nicht unbedingt mit Taktik besiegt. Also es ist... Ich bin auch nicht gut ausgerüstet gewesen. So, das haben wir jetzt auch schon 100.000 Mal. Muss mal eben gucken, ob hier oben noch was gelegen hat. Nee. Ja. Ja, das mag sein. Das wird man dann sehen. Also ich finde auch, darüber habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, also ich fände für Dark Souls, fände ich zum Beispiel vielleicht ein PvP-Gebiet gut, wo man sich wirklich übergreifend treffen kann. Aber das würde dann ja auch wieder bedeuten, dass man Server zur Verfügung stellt, ne? Aber die sind ja sowieso on, die Spiele-Server. Also von daher... Ich fände das gut. Also wenn man wirklich ein PvP-Gebiet hätte... Vielleicht als DLC? Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Farewell. Breakdown, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, weil die meisten Leute gar keinen Bock haben, unbedingt höher zu leveln. Also es ist, ich denke mal, das liegt hauptsächlich mit daran, dass echt der kleinste Teil sagt, boah, ich level jetzt auf Level, was weiß ich. So, die Dialoge höre ich mir auf jeden Fall nicht an. Okay, der erzählt die ganze Zeit dasselbe. Das macht nichts. Muss ich mit euch sprechen? Okay, ich schnack einmal mit allen. Okay, super. Und sonst ist hier ja auch noch keiner. Na, ich werde in diesem Run auch mal versuchen, alle Begleiter hier sitzen zu haben. Alle Questlines soweit zu machen. Das heißt, ich darf auch erstmal nicht wieder nicht zu Rosaria. Nur Lys, hey, guten Morgen. Geht's dir? Na, bist schon in Season-Vorbereitung? Breakdown, ja, ich denke mal schon, dass das auch um die Breakpoints geht. Aber, es gibt Breakpoints, ja. Also es gibt zum Beispiel... Bei Vitalitäten, Softcap, das haben wir jetzt festgestellt, bei 27.
27 Vita lohnen sich die Punkte nicht mehr so viel. Und genauso ist es in Stärke und Geschicklichkeit. Ist es bei 40. In Luck, so wie ich das jetzt von Tagori gehört habe, ist es offen. Bei bestimmten Waffen, wenn man die gut verzaubert hat. Also von daher... Kannst du ja nicht lassen, ich muss ja halt doch wieder gucken, ne? So, Moment mal. Ne, da später, hier erst. Ne, das ist falsch. Da will ich lang. Ach, Niederlande? Okay. Da werde ich direkt invaded, weißt du? Oh, die immer, der hat auch so ein Anri-Schwert, ne? Der kleine Spinner. Krass! Oh, das ist so lahm, ey. Das ist so eine lahme Spielweise. Die soll mir nicht auf... Ne, der hat kein Anri-Schwert, der hat ein Breitschwert. Hab den doch schon erwischt. Was? Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Ich hab mehr Estos. Oh, nicht schon wieder an dieser verfickten... Leck mich doch am Arsch, ey. Alter.
Meine Fresse, ey. Ey, diese... Das ist so lahm. Ich hätte gar keine Lust, so PvP zu spielen. Das würde mir voll auf den Sack gehen. Da würde ich mich selber nerven. Wie viele Estus hast du denn, du Spacken, ey? Meine Fresse! Weißt du, da bist du hier gerade mal im... Ich spiele das echt besser offline, glaube ich. Da hatte gerade schon, ich bin gestorben. Tja, Zeit zum Buffen genutzt. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich treffe den, aber treffe ihn nicht. Jetzt aber! Da geht er down. Oh, Mann, ey. Affenarsch, Pavian. Kann ja nicht wahr sein. So, da muss ich noch mal eben gucken, oben vom Drachen aus, wa? Wie komme ich da denn noch hin? Da muss ich von oben runter. So, wir werden hier gleich die erste Begegnung mit einem Ritter haben. Mal gucken, wie die so sind. Aber ich erwarte jetzt nicht vom Startgebiet einen allzu hohen Schwierigkeitsgrad.
Ich bin viel mehr auf die Bosse gespannt. Da oben komme ich von dieser Seite aus ja nicht rein. Da gibt es auch nur die Mimik. Die brauche ich diesen Mann eigentlich nicht töten. Den kann ich getrost auslassen. Die Viecher, die hier kommen, die sind immer hardcore. Das ist, glaube ich, der sich verwandelt. Und deswegen erledige ich den vorher. Hier unten treffen wir gleich wieder unseren ersten geflügelten Ritter. Da drüben ist ja auch noch Loot auf dem Dach. Ach was. Muss ich darüber springen? Kann ich darüber springen? Muss ja. Oh Gott. Das wird aber ein tricky Jump. Fleischbissring plus 1. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Lil Pong TV. Hi, guten Morgen. Welches Level ist dein Charakter? Steht doch sogar in der Überschrift. 160. Oder bin ich schon 62? Ne, sogar schon 162. Ja, auf dem Weg zu 200. Auch wenn dann das PvP ein bisschen weniger spielbar wird, ist es dann halt so. Stört mich jetzt nicht sonderlich. Was soll man machen? Zuvor kein Teil Dark Souls gespielt. Also das geht auch vielen so. Oh, Tipps. Lass dich aufs Spiel ein. Mach dich mit den Spielmechaniken vertraut. Such dir am besten eine Waffe aus, die du haben willst. Boah, die sind aber schon böse. Ja, für den Start. Also mit einem neuen Charakter anzufangen. Also welcher Charakter die am wenigsten verschwendeten Punkte hat, ist eigentlich der Ritter. Also kommt immer drauf an, auf was du gehen willst. Wenn du auf, also ich würde dir am Anfang auch einen Nahkämpfer empfehlen, weil die einfach leichter zu handeln sind. Wie gesagt, der Ritter, der bietet ganz gute Startgegenstände. Der hat schon mal ein Schild, was 100% physischen Schaden blockt. Und stell dich drauf ein, zu sterben. Und zwar viel. Also ich habe leider das mit dem Death Counter verkackt am Anfang, aber ich bin bestimmt 500 Mal gestorben. Locker. Locker 500 Mal. Ich habe an einigen Bossen 5,5 Stunden gesessen. Irgendwann liegen die. Du musst dich halt drauf einlassen auf das Spiel. Und ich sage das immer wieder, es ist wie eine Beziehung mit einer psychisch gestörten Frau, beziehungsweise wenn du eine Frau bist, wie eine Beziehung mit einem psychisch gestörten Mann. Du hast die Hölle auf Erden, aber du hast den geilsten Sex der Welt und das ist halt Dark Souls. Dann gibt's hier im Startgebiet ein Breitschwert, was schon mal gar nicht so schlecht ist für den Start. Aber sich hier durchzukämpfen mit einem neuen Charakter ist am Anfang echt übel. Du bist gerade da, wo ich bin. Ja, also ich habe auch, wie gesagt, also es ist New Game Plus Plus. Also es ist jetzt der dritte Durchlauf, ne? Deswegen schnetzel ich da so durch. Oh, Hunde, ne? Meine Krux. Okay, Hellebarden-Heinz. Ich weiß ja nicht, wo du festhängst. Ob du am Boss festhängst, vorm Boss,
Kannst du mal... Oh. Manchmal, ne? Sag ich ja. Wie eine Beziehung mit einer psychisch kranken Frau. Alter, kannst du... Ich raste gleich aus. Kannst du jetzt mal sterben, bitte? Danke. Meine Fresse, ey. Was eine schwere Geburt. Kleriker. Nimm einen Ritter am Anfang. Der ist einfacher. Der mein Spiel modifiziert. Dafür kann ich einen Softband bekommen. Ring des bösen Auges plus 2. Das ist ja schon mal schön. Also es ist so, dass es macht sich doch schon wieder... jetzt bin ich gerade ein bisschen wortkarg. Das sind zu viele Infos auf einmal. Also ich hab mehr so ein Kriegergehirn. Es kann eine Sache und dann ist Schluss. Oder ich habe eine Zahlgrenze von 2. Sagen wir das mal so. Zocken und eine Information verarbeiten. Alles klar. Gut zu wissen, danke für die Info. Also ich hätte nicht unbedingt mit dem Kleriker angefangen. Wie gesagt, nimm einen Ritter. Da fährst du eigentlich ganz gut mit. So. Da hinten komme ich gleich hin. Also ich habe auch mit dem Ritter den zweiten Anlauf gestartet. Oh Gott. Wie soll ich denn hier jetzt rauskommen? Okay. Du Sau. Also und vor allen Dingen auch, also wenn du das siehst, also die Spielweise, die ich hier so an den Tag lege, ne? Dieses wilde Rumrennen und Reinspringen, das geht echt nur mit dem Schwert, was ich trage. So, und ohne das ist das echt schwierig. Also da muss man schon ein bisschen vertrauter mit dem Spiel sein und wissen, wie die Angriffsmuster der Gegner aussehen. Und selbst, und ich spiele absolut nicht sauber. Also, ne? Also ich kann das Spiel schon ganz gut, aber ich... Den Kleriker, da fragst du mich was, weiß ich nicht genau. Also ich habe keinen Kleriker angefangen. Musst du gucken. Ich weiß nicht, worauf der aus ist. Also es kommt später, was heißt für einen Kleriker? Also du musst deine Denkweise bei Dark Souls ein bisschen verändern. Also es geht nicht darum, welche Stats für deinen Charakter gut sind, sondern es geht darum, welche Stats du brauchst, um die Gegenstände zu tragen, die du tragen willst. Das ist eigentlich mehr der Passus in Dark Souls. Und dahingehend muss man seine Denkweise umstrukturieren. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du hast einen... Du findest irgendwann den und den Streitkolben. Und der skaliert gut mit Glauben. Oder der braucht so und so viel Glaube, damit du den tragen kannst. Dann musst du den Glaubenswert erstmal anpeilen. Und wenn du den hast, dann guckst du, welche Rüstung du tragen willst zum Beispiel. Du musst deine Belastbarkeit dementsprechend ändern. Dann brauchst du die Minimalvoraussetzungen. Ich kann dir das ja mal zeigen. Zum Beispiel bei dem Schwert brauche ich 18 Stärke und 20 Geschicklichkeit, um das überhaupt tragen zu können. Skaliert aber gut mit Geschicklichkeit. Das heißt, ich bringe zuerst meine Geschicklichkeit auf 40, da das Softcap ist. Und danach gehe ich auf Stärke. So. Und irgendwann, wenn dein Level zu hoch wird, dann hast du sowieso alles so hoch, dass du fast alles tragen kannst. Das ist halt der Punkt. Aber du musst erstmal gucken, womit deine Waffen skalieren, wie die skalieren und musst dich da ein bisschen reinfinden. Also das ist halt der Punkt. Also ich weiß zum Beispiel, welche Waffen ich tragen will und ich habe mittlerweile einen ganz guten Überblick, was mit welcher Waffe gut skaliert und was nicht. Hier gibt's auch noch einen Trick. Das möchte ich gleich mal ausprobieren. Man kann nämlich in der Kathedrale die alte Frau aus dem Leben boxen. Leute. Und dann kann man direkt ins Endgebiet. Dann kommt sofort die Tänzerin. Und dann kann man gleich die High-Level-Gebiete betreten. Dann könnte man direkt Meister Gundir töten. Und, und. Also es ist schon sehr cool. Graue Logge. Moin.
Es gibt in diesem Spiel keine Klasse an sich, nur Startparameter. Du kannst aus dem Ritter auch einen Kleriker skillen. Ja, das stimmt. Es kommt halt wirklich drauf an, was du nachher für Items tragen willst. Und dahingehend musst du, wenn du dich auf Dark Souls einlässt, so ein bisschen deine Denkweise umstrukturieren. Und dann, ich sag dir das auch, also du wirst am Anfang bestimmt viele Frustmomente haben, aber wenn du dann erstmal die ganzen Items hast und siehst, boah, das will ich tragen und dies will ich tragen. Also ich sag dir das auch, du hast die Möglichkeit in dem Spiel umzuskillen. 5-mal pro Run. So, und das finde ich super, super human. Ich habe das bis jetzt auch schon ein paar Mal genutzt. Ich glaube 4 oder 5 Mal. Oh nö. Ich hasse Hunde. Also hier im Spiel, ne? Tut mir leid. Boah, da könnte ich schon wieder ausrasten. Ich hasse das. Simon's World. Moin. Sehr informativ hier. Mega cool. Schön. Hab's gestern auch mit dem Ritter angefangen. Ja, super. Das freut mich. Die meisten kennen das von mir ja auch, die schon länger mit dabei sind. Also bei mir ist das so, am Anfang will ich so ein Spiel erstmal erforschen und rausfinden, wie ich was wo spiele und meinen eigenen Weg. Und dann kann ich das natürlich auch weiter erklären. Weil das ist dann meine Herangehensweise ans Spiel. Ja, ach, die paar Lebenspunkte bräuchte ich jetzt eigentlich nie nochmal. Weil jetzt kommt direkt der erste Boss. Wir könnten aber eigentlich auch in die Kathedrale gehen direkt. Du findest den Abgrundwächter den epischsten Kampf. Für mich ist das Meister Gundyr. Ne, sieht man auch, also wenn du mal auf meinem YouTube-Kanal gucken möchtest, ich habe da einen neuen Kanal-Trailer erstellt, da ist der Kampf mit Meister Gundyr, fällt da sehr stark ins Augenmerk. Also der ist, Hammer, einfach gut. Also ein Ultra-Großschwert und Kleriker beißt sich ein bisschen, ja eventuell, ne? Pain in the ass, das Spiel, ja. Das ist Pain in the ass. So, wir gehen erstmal zu Fort. Nee, nee. Lil Pawn. Nicht der Kleriker spielt mit irgendeiner Waffenkombi. Du spielst mit einer Waffenkombi, die du haben willst. Also du kannst auch ein Ultra-Großschwert tragen. Also ich mach das ja jetzt auch. Also ich glaube, ich habe auch Stats, die ein Kleriker. Also ich würd sagen, so aus dem FF raus, der Kleriker benutzt Glaube. Ich habe aber auch 30 Glaube, weil ich einfach mal Bock hatte, den Drachentöter-Schwert zu tragen. Weil er so eine übelst geile...